Fips! Dann. Super, Gerhard, super! Ja, liebe Wiener Neudörfer, Wiener Neudörfer, wir sind heute hier am Stockschützenplatz in Wiener Neudorf und spielen gerade das Turnier im Rahmen der Wiener Neudörfer Woche. Und Sie sehen ja sehr viele Menschen hier, 8 Mannschaften treten gegeneinander an. Und wir haben unsere lieben Freunde aus Bärenkopf hier und ich habe an meiner Seite den Herrn Vizebürgermeister Erich Bauernfried. Der wird Ihnen jetzt dieses Spiel etwas besser erklären können als ich. Er ist nämlich ein Profi und ich bin ein blutiger Amateur. Also ich gebe jetzt weiter an Erich Bauernfried. Ja, Christian, danke für die Worte. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei Wiener Neudorf für die Einladung. Wir sind ja, glaube ich, schon 31 Jahre Partnergemeinde und ich glaube 35 Jahre, da haben wir schon gegeneinander immer mit Ehrgeiz Stockschießen. Einmal gewinnen sie, einmal mir, aber das so soll es ja sein, glaube ich. Ja, es sind doch Mannschaften angetreten, 7 von Wiener Neudorf, eine von Bärenkopf. Es ist so, der Stock, was am nächsten bei der Daum ist, der zirkt, der erste Dreier, der zweite immer von derselben Mannschaft, der Zwarer. Und wie es halt immer so ist, es ist ein Mannschaftssport, es sind vier Leute, der Mauer schießt da, der steht draußen, der sagt da und die anderen drei tun, was sie wollen, genau so ist es. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich und wir werden am 11. August 2012 werden wir das Retourmatch in Bärenkopf haben. Da sind ja die Wiener Neudorfer, die kommen zu mir mit dem Bus und wir werden sie wieder herzlich einladen. Und mir für Essen und Getränke ist gesorgt. Und ich sage Dankeschön, gell, für Christian. Ja, damit wissen wir jetzt genau, wie das Spiel funktioniert. Kinder tun wir es trotzdem nicht, aber es macht nichts. Es macht irrsinnig viel Spaß. Und ich denke, ja, wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird und die Bahn wieder auftrocknet, dann werden da die sportlichen Erfolge wieder besser werden. Momentan ist es ein wirkliches Regenrennen, unwahrscheinlich. Es haben alle die falschen Reifen aufgezogen, also die falschen Belege heißt es bei dieser Sportart. Aber es ist sehr lustig zuzusehen und wenn man so schaut, dass alle Spaß haben. Jetzt sitzt da eine Gruppe, die ist schon bei der Jause. Die haben momentan Pause mit der Jause beim Bierchen und bei der Gulaschsuppe. Ja. Na, in diesem Sinne, viel Spaß noch. Ja, 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 ja